Bitte begrüßen Sie mit mir Professor Deborah Lipstadt. Aus welchen Gründen auch immer Menschen zu Leugnern werden, oft sind sie nur mit etwas anderem nicht zufrieden. Warum verunglimpfen Sie die Arbeit von David Irving? Man kann verschiedene Meinungen zum Holocaust haben, aber ich diskutiere mit niemandem, der behauptet, dass es ihn nicht gab. Professor Lipstadt, ich bin dieser David Irving und ich bin willens, $1,000 denjenigen auszuhändigen, der mir einen Beweis für den Holocaust vorlegt. Ich diskutiere nicht mit Ihnen, nicht hier, nicht jetzt, noch sonst irgendwo. Weil Sie es nicht können. Was ist? Irving hat uns eine Klage vor dem High Court angekündigt. Miss Lipstadt hat meiner beruflichen Existenz erheblichen Schaden zugefügt. Was hast du über ihn geschrieben? Ich glaube, ich habe ihn einen Lügner und Geschichtsverfälscher genannt. Du brauchst dringend einen Anwalt. Bei uns gilt die Unschuldsvermutung. Aber nicht in England. Dieser Fall dreht sich um Sie, aber es geht nicht um Sie. Auschwitz ist das Zentrum allen Holocaust-Glaubens und somit von entscheidender Bedeutung für die Leugner. Es gab nie irgendwelche Gaskammern in Auschwitz. Dies ist die größte Tötungsmaschinerie, die es je gab. Wir wissen, was es ist. Wir müssen beweisen, was es ist. Und wenn wir verlieren, wird es dann akzeptabel zu sagen, dass es den Holocaust nie gegeben hat? Der Ausdruck Leugner ist ausgesprochen heimtückisch. Redefreiheit heißt, sagen zu können, was man will. Der Ausdruck ist ein Gift, für das es kein Gegenmittel gibt. Doch darf man nicht lügen und erwarten, nicht dafür zur Verantwortung gezogen zu werden. Es gibt keine Löcher in diesem Dach. Ihm zufolge gab es auch keine Gaskammern. Keine Löcher, kein Holocaust. Er wollte was Einprägsames, jetzt hat er. Wo sind die Belege? Wo sind die Beweise? Die Ansichten über etwas sind nicht immer gleich. Ich bin kein Rassist. Die Erde ist rund, die Polkappen schmelzen und Elvis ist nicht am Leben. Ich habe die Redefreiheit nicht angegriffen. Ich habe nur jemandem die Stirn geboten, der die Wahrheit verdreht.